zum Kabinenvideo von den Kabinen 91, 92 und 91, 93 auf der AIDA Prima. Das gleiche gibt es nochmal auf der AIDA Perla, weil halt baugleiche Schiffe. Diese Kabine ist ideal für Familien, oder diese Kabinen sind ideal für Familien, weil hier, zeige ich euch mal, es eine Verbindungstür gibt zu einer Innenkabine. Ja, so. Selten diese Kombination, dass direkt eine Innenkabine neben einer Balkonkabine liegt, weil hier hinten der Panoramaaufzug sich befindet. Und dadurch passt es wohl nur noch zu einer Innenkabine, klar. Aber ist natürlich eine preisgünstige Variante, wenn man zum Beispiel, wie wir, die Schwiegermutter mitnehmen möchte. Karte, nein. Funktioniert übrigens auch mit jeder anderen Karte. Zack. So, das Badezimmer. Einmal gezeigt. So, Dusche, Bademäntel. Natürlich auch auf der Kabine vorhanden. Lacht bitte nicht über meine Badehose. Hier können wir die Temperatur regeln. Die Kabine verfügt über einen begehbaren Kleiderschrank. Ihr seht, der Kabinenservice war gerade hier drin. Die Betten sind gemacht. Dodo sitzt ordentlich. Es handelt sich hierbei um eine Dreibettkabine. Ja, mit einer Couch. Ein Doppelbett. Hier der Schreibtisch mit Verstaumöglichkeiten, Schublade für alles Mögliche, alles, was so nicht rumliegen soll. Hier der Föhn. So, hier die Rose, die gab es heute Morgen in weite Welt von den Kellnern, neben ein paar anderen kleinen Origami-Falttechniken. Sehr schöne Geste. So, wir gehen mal auf den Balkon. Balkon. Schön breit. Die Hängematte ist aufwarten. Einzigster Nachteil an dieser Kabine ist, man hat keinen Blick nach hinten, weil der Panoramafahrstuhl hier im Weg hängt. Aber dafür eine wundervolle Sicht nach vorne. So. Gut. Aschenbecher aufwarten für die Raucher. Dann gehen wir mal in die Kabine 91, 93. Auch hier, wie in der 91, 92 natürlich, seitlich des Bettes. Ablagemöglichkeiten, USB-Steckdose habt ihr drüben auch, genauso wie hier. Auch hier mehrere Schubfächer. Eine davon natürlich bestickt mit dem Föhn. Hier kein begehbarer Kleiderschrank, dafür die Schränke. Mit Fächern, das Badezimmer. Die Dusche. Wie gesagt, hier lebt Schwiegermutter mit dem Großen. Der Fernseher. Vom Bett aus gut positioniert und darunter auch Ablagemöglichkeiten. Die Verbindungstüre müsst ihr übrigens, auch wenn ihr auf einer Buchungsnummer gebucht habt,
bei Ankunft an Bord dann in der Rezeption öffnen lassen. Die Crew selbst, also hier das Housekeeping, darf es nicht. Die brauchen eine Anweisung von der Rezeption.